Hallo YouTuber, willkommen zum heutigen Unboxing-Video. Wir packen ein ASRock Q1900 ITX aus. Das ist ein Mini-ITX-Board mit einer fest verlöteten Intel-CPU. Bei der CPU handelt es sich um den J1900. Wie man hier vorne schön auf der Packung sieht, Intel Inside soll uns schon sagen, das Ding ist schon fest verbaut. Nachteil bei diesen Boards ist natürlich, man kann die CPU nicht wechseln. Vorteil bei den Boards ist Baytrail. Die Baytrail CPU nimmt 10 Watt auf, ist ein kleiner Vierkerner, taktet mit 2 GHz, 2,42 GHz im Turbo-Modus und ist im Endeffekt sehr, sehr energiesparend. Wie gesagt, Mini-ITX-Board eignet sich hervorragend für NAS-PCs, Home-Server, kleine Arbeits-PCs, Internet-PCs und ähnliches. Sieht man auch hier schön vorne drauf, auf das typische ASRock A-Style-Logo. Der Home-Server ist markiert, der ist bei allen Packungen markiert, egal welche Ausstattung ihr kauft. Und rundherum habt ihr die alternativen Einsatzmöglichkeiten. Wir werfen erstmal einen Blick auf die Verpackung und gehen mal durch, was so die Features sind. Ja, Windows 8.1 ready sollte jedem klar sein, Windows 7 sollte auch supporten, HDMI, ja, wir haben bei dem Board einen HDMI-Anschluss, ASRock App Shop sollte auch klar sein. Was relativ cool ist für den Einsatzzweck, ist natürlich Support Standard and Low Voltage SODIMMs. Erstmal, ihr braucht keinen Standard-RAM, wie man ihn aus dem Desktop-PC-Bereich kennt. Ihr braucht SODIMMs, also Notebook-RAMs, kleinerer Formfaktor. Allerdings haben die genau denselben Verbrauch für DDR3, 1,5 Volt. Dieses Board unterstützt aber die Low-Voltage-SODIMMs. Ergo, ihr könnt auch 1,35 Volt SODIMMs einbauen. Die laufen je nachdem mit ein bisschen weniger, 1 bis 2 Watt sind das. Wer aber wirklich den Stromspar-PC schlechthin bauen möchte und die Dinger sowieso neu kaufen muss, der kann auch das bisschen Geld ausgeben und die Low Voltage kaufen, weil wenn die Neuanschaffung eh ins Haus steht, der Unterschied ist nicht so groß, dass man sagt, oh mein Gott, das rechnet sich nie. Kommt natürlich auch immer auf die Laufzeit von dem System für euch an. Ja, zur Full Spike Protection sagen wir gleich was, wenn wir auch die Rückseite der Verpackung angucken. Gehen wir erstmal weiter. Von vorne nochmal eine Auflistung aller supporteten Sachen. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ansonsten, ihr seht, ist die Verpackung recht normal gehalten. Auf der Rückseite sind die ganzen Features dann nochmal erklärt. Zu den Grundeigenschaften, wie gesagt, wir haben den Intel Core Quad-Core Prozessor J1900 dabei. Wir haben zwei DDR3 oder DDR3L SODIMM Channel mit 1333er FSB. Heißt nichts anderes als, ihr habt 1333 maximal unterstützt und ihr habt zwei Channel. Dann haben wir Expansion Slots, einmal PCI Express 2.0 Einfachslot. Wir können also keine Grafikkarte einbauen bei dem Board. Und ein Mini-PCI-Express-Slot. Der Mini-PCI-Express-Slot ist von der Größe her im Wesentlichen dafür gemacht, dass ihr einen WLAN-Adapter einbauen könnt, weil ein SSD oder so, die passt einfach in die Verschraubung da eigentlich nicht rein. Wir haben drei Grafikausgänge, also wir haben VGA, DVI und HDMI. Gibt uns natürlich ein bisschen Variabilität, aber für den Bereich, wo ich das einsetzen werde, also im NAS-Bereich, ist mir das eigentlich egal, weil ich richte es nur ein und danach wird es keinen Bildschirm mehr haben. Zum Windows-Support, ja, da brauchen wir auch nichts Großes zu sagen. Relativ nice, fanless Design. Bedeutet, ihr habt wirklich keinen CPU-Kühler, also ihr habt nur einen passiven Kühler, ihr habt keinen aktiven Lüfter dabei, der dann irgendwie noch Lärm macht. Hat aber den Nachteil, ihr müsst für eine gute Gehäusedurchlüftung sorgen. Also die Gehäusedurchlüftung ist das A und O bei dem Ding. Dafür hat das Board allerdings auch zwei Lüfteranschlüsse. Einmal Chassis-Fan direkt und einmal einen eigentlich für die CPU. Aber das gucken wir uns noch an, wenn wir das Board selbst auspacken. Wir haben alle Solid Caps, bedeutet alle Kapazitäten, alle Kondensatoren auf dem Board sind Solid Caps. Ist heutzutage mittlerweile Standard, hat aber den
Vorteil, dass es natürlich auf längere Laufzeiten ausgelegt ist. Und dieser kleine Punkt hier ist auch noch recht nice. Wir haben zweimal SATA 3 und insgesamt viermal USB 3.0. Zweimal hinten, zweimal vorn. Das Mainboard kommt damit halt im Wesentlichen mit zweimal SATA 2.0 und zweimal SATA 3.0 und dann mit USB 2.0 viermal und USB 3.0 viermal. Jeweils zwei für vorn, zwei für hinten. So, gehen wir mal ein auf das Full Spike Protection, was hier oben steht. Was hat das zu sagen? Full Spike Protection ist ein schöner Marketingname, den sich ASRock ausgedacht hat, für das höhere, die höhere Sicherheitsaufwendung, die sie bei den Boards betreiben. Im Wesentlichen setzt sich das aus unterschiedlichen Dingen zusammen. Full Spike Protection ist in dem Fall hier extra aufgeführt. Ihr habt eine Surge Protection, das ist im Endeffekt nur dazu, dass keine Spannungsspitzen vom Netzteil durchgelassen werden, die das Board schädigen können. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn mal eine Spannungsspitze durchkommt, die kann ganz schnell das Bauteil übersteigen, die Leistungsfähigkeit des oder die Aufnahmefähigkeit des Bauteils und kann es damit zerstören. Da wird gegengearbeitet, da ist ein Chip verbaut, der das verhindern soll. Als nächsten Punkt haben wir Lightning Protection. Eure LAN-Dose ist bis 2 kV abgesichert. 2000 Volt sind eigentlich für einen Blitzschlag nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass das Ganze über die LAN-Dose muss, wenn eine Million Volt durch die LAN-Dose schießt, dann brutzelt euch erstmal das Kabel durch. Also da sind 2 kV dann wirklich schon eigentlich optimistisch genug. Da kommt eigentlich nicht viel mehr an. Zumal die meisten Sicherungskästen sind gegen Blitzschlag gesichert, aber die halt Telefonkabel, DSL-Kabel, LAN-Dosen, das eher seltener. Als dritten Punkt haben wir ESD-Protection, also im Endeffekt gegen statische Entladungen den Schutz. Jeweils was die USB-Stecker angeht und was auch die LAN-Stecker angeht, dass ihr, wenn ihr das Board irgendwie was umsteckt, dort nicht eine elektrostatische Entladung euch das Board killen kann. Und genauso sind alle MOSFETs drin, speziell abgesichert bis 2 kV, was natürlich wieder den Einbau, sag ich mal, einfacher machen soll. Im Wesentlichen ist es also ein riesiges Feature-Werk an Sicherheiten. Wie gesagt, nennt sich hier nur komisch, aber ist eigentlich eine ganz clevere Idee, weil Sicherheiten, gerade wenn man das Ding im Dauereinsatz in einem Server hat, dann ist das natürlich schon etwas, was man sehr gern sieht. Zu den Sachen, zu denen ich noch nichts gesagt habe, wir haben einen Gigabit-LAN-Chip von Realtek verbaut, wir haben 7.1 Audio verbaut, auch Realtek-Controller, also HD-Audio, und wir haben vom Formfaktor natürlich Mini-ITX. Was die HDMI-Sache angeht, also was die Grafikeinheit angeht, wir haben Intel-Grafikeinheit der 7. Generation verbaut. Die ist maximal DirectX 11 fähig und hat einen Pixel Shader oder unterstützt den Pixel Shader 5.0. Und ihr könnt Full HD abverlangen bei 60 Hz Wiederholungsfrequenz. Ja, soviel zu den ganzen netten Dingen außenrum. Und auf die schöne Packung. So. Wir sehen, dass wir nicht viel sehen. Das ist aber ganz standardmäßig in dieser Kategorie, sag ich mal, weil ihr seht schon, meine Hand im Größenvergleich zu der Packung, die Boards sind nicht groß und dann kann demzufolge wird auch nicht viel mitgeliefert. Wir haben einen kleinen Beipackzettel, das uns ASRock daran erinnert, wenn wir den RAM einsetzen, also nur einen RAM-Riegel benutzen, dass wir den unbedingt in den A1-Sockel einstecken sollen und nicht in den B1-Sockel. Dann haben wir unseren Quick Installation Guide zusammen mit einer Treiber-CD. Hier vorne ist das Board erklärt für alle im Endeffekt im englischsprachigen Bereich und dann habt ihr Deutsch auch nochmal alle entsprechenden Dinge nochmal drin. Alles nochmal zu den Äußerungen, wie das aussieht, was ist, aber ihr habt das Board halt hier vorne einmal nur abgebildet. Das Ganze bewegt sich mehrsprachig. Ihr seht am Rand, wir haben eine recht hohe Anzahl von verschiedenen Sprachen. Schauen wir, was uns mitgeliefert wurde. Wir haben zwei SATA-Kabel, einmal mit geraden Endstücken und einmal mit gewinkelten Endstücken. Und natürlich
Die beiden sind designt fürs ATA 3 6 GB die Sekunde. So, wir haben unser I.O. Shield, beziehungsweise unsere I.O. Blende. Und wir haben diese kleine einzelne Schraube. Wenn wir das Board gleich sehen, dann erklärt sich, warum die Schraube so aussieht. Und warum wir nur eine haben. So. Nochmal schnell geerdet, das Board auf dieselbe Spannung gebracht, wie ich selbst habe. Und mit ihm zusammen das, den Heizkörper berührt. Also nehmen wir es jetzt aus der Schutzhülle raus. Gucken wir uns zunächst die Anschlüsse an. Wir haben unser HD-Audio, wir haben unser Gigabit LAN, zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, HDMI, VGA, DVI und traditionell Maus und Tastatur. Wenn wir jetzt weiter uns das Board angucken, so fällt uns der meiner Meinung nach beste Punkt gleich auf. Wir haben hier unten zwei verschiedenfarbige SATA-Stecker. Ja, wie gesagt, zwei davon sind SATA 3.0, zwei davon sind SATA 2.0. Warum finde ich, ist das das beste Feature des Boards? Ganz simpel, die meisten Baytrail-CPUs, also diese Kategorie, kommt nur mit zwei SATA-Steckern daher. Warum? Der CPU selbst unterstützt nur zwei SATA-Stecker. Ihr braucht also noch einen externen Chip auf dem Mainboard, der die zwei zusätzlichen SATA-Anschlüsse anbindet. Nachteil von der Geschichte ist, wenn man nur zwei SATA-Anschlüsse hat, schränkt man sich natürlich selbst unheimlich ein, was die Fähigkeiten angeht oder die Menge an Festplatten angeht. Und wie ich euch vorhin gesagt habe, ist das Board hervorragend geeignet aufgrund seiner, sei es geringen Stromverbrauchs, für die Möglichkeit, das Ganze in einem Heimserver einzusetzen, was ich auch vorhabe. Und dann sind wir ganz simpel dabei, dass wir nur mit nur zwei Festplatten nicht viel können. So, dann kann man natürlich jetzt auch in den Serverbereich gucken. Es gibt diese Baytrail-Boards auch aus dem Serversegment. Da habt ihr dann 6 SATA-Anschlüsse, bezahlt aber gleich mal das Doppelte von, bis Dreifache von dem, was diese bis Board kostet. Ich setze euch natürlich wieder den Link unten in die Videobeschreibung zu den ganzen Daten von ASRock. Aber ja, für mich war halt das Hauptkaufargument diese beiden, also die zwei Blöcke an SATA-Anschlüssen, dass wir insgesamt halt 4 haben. Warum habe ich das lieber auf dem Board den Chip verlötet, als nochmal irgendwie eine zusätzliche Steckkarte reinzupacken und über die SATA-Anschlüsse zu schleifen? Ja, ganz simpel, die Steckkarte braucht mehr Strom. Wenn ich den Chip auf dem Board verlöte, dann habe ich die ganzen Spannungen, die ich für den Chip und alles verbrauche, schon im Endeffekt über die Board, über das Board hergestellt für andere Schaltkreise, die auf dem Board verbaut sind. Ergo, ich brauche nicht nochmal separat alles nochmal spannungstechnisch runtertransformieren und auf das entsprechende Niveau bringen. Ich spare mir also diese ganze Platine an Stromverbrauch und Stromversorgung, spare mir Platz und habe noch zusätzlich die Möglichkeit, halt wirklich Energie zu sparen, weil das Ganze über den normalen Bordschaltkreis schon mitläuft. So, wir haben unsere beiden Anschlüsse. Wie gesagt, hier kommt Notebook RAM rein. Sind eigentlich relativ gut zu bedienen. Das Notebook-RAM würde auch nicht viel über die Höhe des Boards stehen. Also der höchste Punkt wird vermutlich bei dieser ganzen Geschichte immer noch der Audiostecker sein. Also der Audioverbund hier von den Steckern, die Buchsen, die stehen am höchsten, beziehungsweise der CPU-Kühler. Ihr seht, der Kühler ist komplett passiv. Und wo wir gerade dabei sind, schauen wir mal von unten auf den Kühler. Die Plastikstifte sind relativ einfach zu lösen. Mit einer Zange zusammengedrückt und dann kann man die durchziehen. Also wir können auch Kühlermodifikationen bei dem Board machen, sollten wir mit der Kühlleistung nicht zufrieden sein. Ihr seht weiterhin, es sind alle Solid Caps. Die Spulen sind alle hart eingegossen. Das heißt, wir haben da auch dahingehend keine allzu große Geräuschentwicklung und haben eine vernünftige Kühlfläche für die Spulen. Und ihr seht, hier unten ist der PCI Express Slot. Und die Größe ist maximal so. Es ist so die typische WLAN-Kartengröße. Die BIOS-Batterie ist gut zu erreichen, alle Stecker sind soweit gut zu erreichen, aber das kommt natürlich dann auch noch viel drauf an, wie ihr das Ganze im Gehäuse einbaut. Von mir vorhin auch angesprochen, wir haben zwei Anschlüsse für zusätzliche Lüfter. Hier unten haben wir mal den Chassis-Fan
Und hier oben haben wir den CPU-Fan. CPU-Fan ist keiner verbaut, können wir einen also anschließen, der hinter dem Board liegt, um eine gute Durchlüftung sicherzustellen. Ja, viel mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben hier. Wenn ihr noch Fragen habt, Maße braucht oder ähnliches, schreibt mir die einfach unten in die Videokommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Selberschrauben. Grüße, euer Simi.